I can't hear you. Aye, aye, Captain. Oh. SpongeBob Schwammkopf. Absorbent and yellow and porous is he. SpongeBob Schwammkopf. If nautical nonsense be something you wish. SpongeBob Schwammkopf. Then drop on the deck and flop like a fish. La 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 la. La 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 SquarePants SpongeBob. Hör mal auf, da rumzulachen, ich will mal sagen. Voll geil, Leute. Herzlich willkommen zum neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ey, was kann man besser was tun, als mit 39 Jahren SpongeBob spielen, ja? Also bitte. Ich find's geil. Lasst ein Like, da freut mich auf jeden Fall, wenn es euch auch gefällt. Herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Schon lange nicht mehr gehabt auf meinem Kanal. Ich werde jeden Tag eine Folge hochladen. Oder manchmal auch zwei, mal gucken. Und wir spielen zusammen SpongeBob Schwammkopf. Finde ich total nice, heute rausgekommen. Grüße gehen raus an THQ Nordic, die mir das Spiel zur Verfügung gestellt haben. Total nice von euch. Und ich bin ganz, ganz geheim, muss ich ja sagen. Ich bin da so ein kleiner SpongeBob-Fan. Also gucke ich auch wirklich gerne. Es gibt viele Serien, die ich mir reinziehe. Und SpongeBob gehört auch dazu. Genauso wie ein Film, fand ich auch total nice. Neues Spiel. Let's go. Die Maus packen wir mal hier irgendwann am Bildschirmrand. Und dann geht's los. Willkommen in Bikini Bottom. Ein normalerweise friedlicher Zufluchtsort im Meer. Heute wird er sich in ein Theater des Schreckens verwandeln, in dem unser kleiner gelber Freund die Hauptrolle spielt. Der große Tag ist gekommen. Ich habe einen genialen Plan ersonnen, um endlich das Rezept für den Krabbenburger zu entwenden. Und wenn Bikini Bottom dabei vernichtet werden sollte, was soll's? Plankton, ey. War ja klar, oder? Mit dem neuen Duplikatotron 3000 klone ich eine Armee aus Robotern, die auf meinen Befehl hin Chaos und Verwüstung anrichten wird. Noch ein letzter Blick auf die Checkliste. Mal sehen. Punkt Nummer 1 ist Plankton ein Genie. Antwort ja. Okay, Checkliste abgehakt. Den Schalter umlegen. Let's go, Plankton, let's go. Willkommen, meine absolut gehorsame Roboterarmee. Augenblick, ich mach nur schnell ein Foto für mein Album. Die sehen aus wie Claptrap aus Borderlands, oder? Was glaubt ihr, was ihr da macht? Haha, don't obey, okay, schlecht. Nein, nein, nein! Wartet! Halt! Ich bin euer Meister! Ich hab euch erschaffen! Nein, nein! Das gute Geschirr! Ja, Jungs, Pech gehabt. Er hat auf jeden Fall den Hebel falsch umgelegt. Dass sie ihm nicht gehorchen. Oh, ich bin so gespannt, wenn wir jetzt SpongeBob sehen. Oh, da ist er! Ein wunderbarer Tag, oh, guck mal. Mit Robotern und Rennpferden zu spielen. Ja! Ja, Patrick, Alter! Mein Soulmate! Ja! Durcheinander. Hallo, Patrick. Wäre es nicht toll, wenn wir echte Roboter hätten, Patrick? Meiner hieße Robo Junior oder Zorlon. Zorlon, vielleicht auch Frankie. Frankie. Ja, diese unechten Roboter sind echt langweilig. Hey, was passiert wohl, wenn wir die Roboter hier reinstecken? Oh, oh, Patrick, nein, nein. Hier gemütlich machen. Das ist nicht. Wo ist Gary? Ich will Gary sehen. Das ist mein magisches Wunschschneckenhaus. Wow, das ist toll, Patrick. Also, wir stecken die Spielzeugroboter hier rein. Okay. Wir sagen die magischen Worte und schütteln das magische Wunschschneckenhaus. Okay. Dann gehen wir schlafen. Okay. Und am nächsten Morgen können wir mit echten Robotern spielen. Ah, ich bin so gespannt. Patrick, müssen wir nicht erst die magischen Worte sagen? Hast du doch schon. Was? Okay, ist also das magische Wort? Früher war es Alakazama, Alabano, Wiesn und Dinkitana, Fuschbach, Kredelbitz von Wiener Schnauzer. Aber das hat. Schreibt dir bitte in die Kommentare das Wort. Bist du sicher, das klappt? Sicher. Letzte Woche hatte ich nur einen großen Kekskrümel. Und ich hatte so großen Hunger, dass ich den Krümel in das magische Wunschschneckenhaus steckte. Dann sagte ich das magische Wort und schüttelte es. Und am nächsten Morgen hatte ich ganz viele kleine Kekskrümel. Patrick, ich verkünde, dass morgen der beste Tag überhaupt wird. Genau, mit morgen der beste Tag. Gute Nacht. Ciao, Patrick. Mach's gut. Am nächsten Morgen. Oh, der Wecker ist sowieso der beste, oder? Möp. Roboterfreunde, 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 Roboter. Oh, oh. Gary, warst du das? Gary! Mau! Oh, ich liebe Gary. Ach Gott, ich freue mich ja, so auf das Gary, Spiel. Sieht ganz so aus, als hätten wir ein Problem.
Ich werde wohl noch viel lernen müssen, um das Chaos hier aufzuräumen. Mau. Gary, Alter, das war Mau. Okay, was haben wir hier? Was für eine fantastische Idee. Diese Schilder bieten mir wichtige und hilfreiche Tipps. Aber wie kann ich die Schilder lesen? Mau. Okay. Drücke diese Taste, um die Schilder zu lesen. Genau, drücke diese Taste. RB, krieg ich hin. Danke, Gary. Bester Mann, Alter. Wenn ich also nochmal mit dir reden möchte, muss ich lediglich zu dir hingehen und diese Taste drücken. Einverstanden, danke dir. Ich geh jetzt besser mal los, Gary. Ich glaube, das wird ein ziemlich langer Tag. So geil. Erkunde die Küche, alles klar, bin ich dabei. Erkunde das Schlafzimmer, erkunde den Speicher, erkunde die Abstellkammer. Ich bin voll im Erkundungsmodus. Also, Leute. Ich kann mit Gary reden. Das kannst du mir ruhig zutrauen, Gary. Ich merke mir das. Drück. Okay. Was haben wir denn hier? Du brauchst mehr glänzende Objekte, um diesen Bereich gehen zu können. Kein Problem. Ja, your Bikini Bottom Stinks ist ein bisschen, ist ja schon ein bisschen frech, ne? Aber ich finde, ich muss wirklich sagen, wie geil ich aussehe, oder? Ich bin wie im echten Leben. Total fröhlich, gut gestylt. Was haben wir hier? Du brauchst eine goldene Pfannenwende. Ja, okay, ich muss erstmal ein paar Objekte sammeln, glaube ich. Ich würde mir ja gerne einen Imbiss machen. Aber ich habe keine Zeit. Katschin! Okay, es gibt auch einen Doppelsprung. Muss ich irgendwie da hochkommen? Nee, ne? Gut. Pfannenwände habe ich leider keinen. Dies sind glänzende Objekte. Glänzende Objekte sind sehr wertvoll und können eingetauscht werden. Das hilft SpongeBob bei seinen Aufgaben. Nice. SpongeBob muss viele glänzende Objekte einsammeln, um seine Aufgaben abschließen und die Bedrohung durch den Roboter beenden zu können. Es gibt bei den glänzenden Objekten 5 verschiedene Farben. Rot, Gelb, Grün, Blau und Lila! Rot, Gelb, Grün, Blau und Lila! Na, sorry, ich kann das nur so aussprechen. Rot ist am gewöhnlichsten und daher am wenigsten wertvoll. Lila ist am seltensten und daher auch am wertvollsten. Wertvolle glänzende Objekte sind in der Regel schwierig zu finden oder befinden sich an gefährlichen Orten. Also Lila habe ich schon gesammelt gerade, oder? Die Musik. So, Gelb. Gelb. Auf dem Klo. Haben wir irgendwo Lila? Nee, nur Gelb. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Was steht hier? Du kannst sehen, wie gut SpongeBob sich macht, indem du RT drückst. Die Zahl rechts oben zeigt an, wie viele glänzende Objekte SpongeBob besitzt. Und die Zahl oben in der Mitte zeigt an, wie viele goldene Pfannenwände SpongeBob gesammelt hat. Die Zahl rechts unten zeigt an, wie viele von Patricks von den Socken SpongeBob gefunden hat. Ich muss Patricks Socken sammeln. Hashtag Sockenbro, wer sich daran erinnert. Und die Zahl oben links gezeigt. Ah, okay. Und die Zahl oben links zeigt zu guter Letzt an, wie viele Unterhosen SpongeBob besitzt. Geil, das ist ja wie im echten Leben. Also, 3 Unterhosen habe ich, keinen Pfannenwender, 58 von diesen Dingern und 0 Socken. Okay, schön, ich danke. Ich würde mir ja gerne einen Imbiss machen, aber ich habe keine Zeit. Vielleicht ein bisschen auf dem Bett rumhüpfen. Oh, gutes Bild, guck mal hier. Sieht mir total ähnlich. Ich glaube, ich habe schon alle Unterhosen. Das ist eine von SpongeBob's Unterhosen. Yay! Es ist auch geil, dass die so ein Rechteck ist. Jedes Mal, wenn er von einem Roboter getroffen wird oder gefährliche Objekte oder Oberflächen berührt, verliert SpongeBob eine Unterhose. Oh nein! Etwa, oh, etwa so. Sobald SpongeBob alle Unterhosen verloren hat, muss er diesen Bereich von vorne beginnen. SpongeBob kann verlorene Unterhosen ersetzen, indem er unterwegs neue aufsammelt. Sehr gut. SpongeBob beginnt mit 3 Unterhosen, aber es gibt auch spezielle goldene Unterhosen, die im Bikini Bottom versteckt sind. Und SpongeBob erlaubt mehr als 3 Unterhosen gleichzeitig zu tragen, falls er sie findet. Du kannst nachsehen, wie viele Unterhosen mit RT, das hatten wir schon. Also ich baue meine Unterhose wieder. Frisch wie eine Frühlingsbrise. So, haben wir hier noch irgendwas? Ah, da oben ist grün. Da muss ich wahrscheinlich da hinten hochklettern. Okay, wie komme ich da hoch? Komme ich da über meinen Wecker hoch? Sieht nicht so aus, als ich hochkomme, ne? Oder doch? Nice. Yeah! SpongeBob kann springen, wenn du A drückst. Was? SpongeBob kann springen, wenn du A drückst. Drückst du A, während es SpongeBob gerade in der Luft ist, macht er einen Doppelsprung und kommt noch höher. Das funktioniert aber nur einmal pro Sprung. Okay, ich wäre so hochgekommen. Nice. Hui. Okay, wir müssen wahrscheinlich wieder raus. Und hier, Gary, hallo. Und hier rein. Der goldene Pfannenwender. Guck mal, meine Klamotten hier heute. Wieder, was trage ich denn heute?
Jetzt sagen, ist Seite von links, oder? Sieht heute ganz gut aus. Was haben wir hier? Spielsachen, eine Kondomkugel und keine weiteren Sachen. Was steht hier denn so? Das ist ein goldener Pfannenwender. Goldene Pfannenwender werden benötigt, um neue Bereiche im Binding-Pfannen freizuschalten. SpongeBob muss viele goldene Pfannenwender einsammeln, um die Quelle der randalierenden Roboter zu finden und diese zu besiegen. Okay, ich würde sagen, Gary, wir sind durch. Ich check nochmal den Pfannenwender aus, ja? Und oh, es lädt. Es geht doch nichts über den Klang der eigenen Nachbarschaft. Hau ab, SpongeBob. Du verschmutzt meinen Freiraum zum Nachdenken. Du willst wohl wieder das Rezept für den Krabbenburger stehlen, was, Plankton? Tja, damit kommst du nicht durch. Es gibt größere Fische zu braten. Ich muss herausfinden, wie ich die Kontrolle über den Abfalleimer von diesen Robotern zurückhole. Abfalleimer ist Jump Bucket, ne? Auf Deutsch, glaube ich, der Abfalleimer ist ein Restaurant, wenn ich mich nicht täusche. Also von Plankton. Warum ist eigentlich Plankton so groß? Wo sind die denn hergekommen? Ist der groß? Er ist schon groß im Vergleich zu sonst, oder? Scheiße, sag mal, ist der zu groß oder ist er zu groß? Woher? Woher kommen die Roboter? Das weiß Plankton. Ich nicht. Von mir jedenfalls nicht. So viel ist sicher. Sie sind plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und haben mich beleidigt und mit Sachen beworfen. Sie haben sogar alle meine Löffel verbogen. Ich habe diese Löffel geliebt, als wären sie meine Kinder. Oh, armer Plankton. Das ist ja schrecklich. Ja, wirklich. Ach, kannst du mir nicht helfen, sie aufzuhalten, bevor sie auch noch meine Gabeln verbiegen? Ach, natürlich helfe ich dir. Ich bin Plankton. Ich bin SpongeBob. Nicht die Gabeln. Nicht natürlich die Gabeln. Aber Moment. Eigentlich soll ich doch goldene Pfannenwender sammeln. Das mache ich auch. Goldene Pfannenwender, wie? SpongeBob, wenn du mich in den Abfalleimer zurückbringen kannst, dann gebe ich dir einen ganzen Eimer voller goldener Pfannenwender in deinen Träumen. Er ist so fies, Plankton. Abgemacht. Abgemacht. Ich glaube natürlich wieder alles, weil SpongeBob ist... SpongeBob ist einfach so ein gut Mensch. Oder so ein gut Schwamm. Entschuldigung. So. Was haben wir denn hier alles um uns rum? Wir haben hier die wunderbare Ananas. Hier oben haben wir, was ist das denn? Ah, Mr. Krabs, Alter. Mr. Krabs. SpongeBob, diese ausufernde Roboterkrise sorgt dafür, dass die große Krabbe mehr Geld verliert als ein sinkendes Schiff. Und kein Geld bedeutet keine große Krabbe mehr. Und das bedeutet keine Burgerbraterei mehr für dich. Keine Burgerbraterei mehr? Oh. Aber da du so gutgläubig bist, werde ich dir helfen und einen kleinen Profit daraus schlagen. Ich habe ein paar goldene Pfannenwender, die ich dir bereitwillig gegen ein paar dieser glänzenden Objekte tauschen würde. Alle wollen so eine Pfannenwender, oder? Ich will ja die Pfannenwender. Okay. Er ist ja hart um ihn. Okay, jetzt hier ist er. Ich bin so gespannt, man. Ich bin so gespannt. Ich schau mal. Hey, Patrick, SpongeBob, wer bist du denn hier? Ich bin hier, um dir eine Blasenhand zu leihen. Schon lange nicht mehr gesehen, Kumpelblase. Kumpelblase. Ist Kumpelblase nicht die selber Blase, also mit diesem SpongeBob tut doch immer Blasen. Mann, das ist jetzt auch ein tolles Wortspiel. Aber ist Kumpelblase vom Blasen? Ich bin verwirrt. Und da drüben steht Patrick. Guck dir mal Patricks Gesicht an. Ich finde, du solltest ein paar neue Blasen-Moves lernen, wenn du die Reise in die 9. Dimension antrittst, um den Riesenaffenmann zu besiegen. Riesenaffenmann? Alter, was ist denn hier los? Aber ich muss doch nur herausfinden, wie ich diese Roboter loswerde. Ach ja, tut mir leid. Ich habe wohl zu lange in Seifenlauge gebadet. Hab ich schon gewundert. Wo waren wir gerade? Es ging um neue Blasen-Moves. Richtig, drücke diese Taste, um dich geradewegs in die Luft zu befördern. Und zwar mit Blasenkraft, die alles besiegt, was direkt über dir ist. Jetzt werden wir mal hierhin ausprobieren, ne? Geschenke öffnen ist klasse. Es glänzt. Voll nice, oder? Ich weiß zwar nicht, was ich hier mache, aber... Oh, ich verprügel alles. Ich find's auch total geil, dass ich so ein Catcher habe. Au, oh, oh, hab ich eine Hose verloren? Das war ein Gegner, ne? Hab ich statt eine Hose verloren, Leute. Und schon muss SpongeBob da hochklettern. Oh, ich komme nicht weiter. Hier ist Ende. Sieht so aus, als hätte ich da hochgekommen. Schade. Ah, da darf ich auch nicht rein. Da wollen wir Pfannenwender. Hallo hier. Nicht springen. Wegklatschen. Oh. SpongeBob sieht so goldig aus, ey. Was machen wir denn mit Patrick hier? Nicht vergessen, zum Aktivieren dieses Schalter musst du springen und B drücken.
Was zur Hölle? Ah, ich habe einen Aufzug. Das ist ein Aufzug, oder? So wie es aussieht. Komm schon, geh drauf. Also, Kombi. Ach Leute, ah, hier ja, diese Dinger. Ah, nice. Ich will irgendwas freigeschalten. Oh, oh, ich muss irgendwas machen. Muss ich jetzt da hoch oder so? Lass mich da hoch. Ich glaube, ich muss da irgendwie... Naja, ich glaube, es ist die goldene Hose, die ich kriege, oder? Jetzt kann ich sogar 4 Unterhosen tragen. Das ist klasse. Nice. Wie ein neuer Schwarm. Also, ich habe gerade den Unterhosenbonus abgecheckt. Ich habe jetzt 4 Unterhosen, so wie es aussieht. Genau. Und habe 2 goldene Pfannwender. Total geil. Leute, was ist SpongeBob los? Ja, die Folge ist zu Ende. Sei nicht so schockiert. Es passiert, es passiert. Leute, wenn es euch gefallen hat, bitte liked den ganzen Scheiß. Liked, liked, liked. Drückt da drauf für SpongeBob, für Patrick, für mich und Mr. Krabs. Würde mich tierisch freuen auf jeden Fall, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Nächste Folge kommt auch gleich in einer halben Stunde oder Stunde. Ich werde die ersten beiden Folgen heute hochladen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit meinem Kanal und ich habe riesen Bock, mit euch zusammen SpongeBob zu spielen. Deswegen, ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich bin draußen, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ralf. SpongeBob, macht doch nicht so ein Gesicht, daher. Bis bald. Ciao, ciao.